Dann weiter geht's. Es geht weiter mit der dritten Folge von Minecraft All Items. Ich hab da was gemacht. Sehr gut. Armor Stand. Gut, dann kümmere ich mich jetzt um den Armor Stand. Hallo? Hallo. War ich kurz weg? Ja. Weißen Farbstoff. White Dye. Wir haben Safe Knochen. Stimmt. Red. Den haben wir hier. Red Sand. Stripped Dark Oak. So, dann kümmerst du dich ums nächste. Stripped Dark Oak Wood. Und ich gehe wieder zu den Villagern. Ich kümmere mich um den Goldblock. Ja. Goldblock, Chipped Anvil. Oh ne, da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Aber ich muss. Warte, ist es jetzt schon chipped? Ja, ist es. Oh, geil. Bing! Kümmere ich mich. Nether Brick Wall, ja, okay. Ich versuche nicht drauf zu gehen. Nether Brick Wall. Oh, mein Job. Haben wir den vielleicht hier? Danke. Er tradet Kuchen bei einem Typen, der traden kann. Stimmt. Oha, das habe ich überhaupt nicht gedacht. So, jetzt erwarte ich aber auch von dir bitte, dass du bei deinem Dia-Level. Emerald-Level. Sehr gut, Kuchen. Toll. Die hole ich mir auch. So, Oakstairs. Ein Chain. Kuchen, Chain. Ein Cod, haben wir den hier? Sieht gerade schlecht aus. Ich glaube, das ist dein Job. Ein Cod, ja. Light Blue Wool. Light Blue Wool. Ein Cookie, den kann ich kaufen. Mhm. Oder ich pack einen selber, komm. Hab ihn doch schon. Welche waren das, rot oder blau? Das war ein rot, oder? Egal, doch, das war ein rot. Brauche ich jetzt eigentlich eine Schere? Nein, brauche ich nicht. Gut. Sonst hättest du mir eine geben müssen. Weeping Vines. Der könnte sogar schon in der Kiste sein. Nein, ist kein Terrakotta in der Kiste. Dann war aber normaler Terrakotta in der Kiste. Es war orangener Terrakotta in der Kiste. Boah! Der könnte halt auch schön in der Kiste sein, bin ich mir nicht sicher. Fotografen-Table? Nee, der ist safe nicht. Wo hast du die... Ah, hier... Ah, da. Ja, ich würde sagen, das können wir schlecht ranholen. Wird schwierig. Dann wird es das erste Skip-Item. Ah. Na, super. Yay! Ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt aufzuhören, oder? Ja, tatsächlich. So, ich habe vergessen, die Aufnahme zu starten und habe in der Zeit 11 Blazerots gefarmt und einige Sachen gemacht. Wir haben Dia-Hosen, die hat Jonas über Villager besorgt und ja, ich bin dreimal verreckt. Wir suchen eine Schalker-Shell. Yay. Und ich würde sagen, das versuchen wir ziemlich schnell abzufrühstücken. Habe ich die Blazerots schon gehabt? Nö, ich glaube nicht. Doch, hatte ich. Echt? Wir haben 5 Enderperlen. Wie sieht es mit den Enderperlen aus? Haben wir da einen Typen? Ja, wir haben einen. Dann kratze ich jetzt. Also schaue ich jetzt mal, dass ich Enderperlen trade. Weitere 7 Enderperlen, wir sind jetzt bei 12 insgesamt. Okay, gut. So, ich glaube, dass ich sagen darf, dass wir alle Enderperlen haben. Wie viel haben wir? Wir haben 17. 17, ja, finde ich gut. Also, erstes Enderauge. Liegt dort lang, in Richtung Süd. Ey, jetzt hör doch auf! Wo liegt's denn? Nee. Hast du? Ja. Sehr gut. Oh, zurück! Wo bist du denn?
Ich bin wieder im Ozean. Moin. Ah, hier. Es geht zurück. Okay. Ja, werf hier nochmal. Okay. Es geht in Richtung, ja, Osten, Nordosten, so ein bisschen dazwischen. Ah, ich glaube, wir sind sehr nah. Ja, ich glaube auch. Ja, wird da dann schon langsam Testbohrung machen. Nee, Testbohrung noch erst bei 4-4, wenn wir die richtigen Koordinaten haben. Ja. Wir haben so viel. So, wer 4 mal? Ja, du hast doch. Ja. Unter Wasser. Hier. Dein ganz mieses Gefühl gerade. Ich würde sagen, wir haben es gefehlt. Wie kommst du drauf? Na ja, gut, es muss ja nicht immer auf Anhieb ein Treffer sein, oder? Hier, hab's. Ich würde sagen, wir haben ihn. Ausschwärmen. Hab ihn. Echt? Ja. Oh mein Gott, 3 Auge. All brauchen wir nur 9. Ja. Bist du bereit für das Ende? Ich bin bereit. Sieht es bei dir auch so komisch aus? Mir sieht's cool aus. Bei mir ist da einfach nur eine weiße Fläche. Nee, bei mir nicht. Bist du bereit? Ja. Hast du einen Wassereimer drin? Hast du... Willst du noch eine Enderperle? Habe ich 2, aber gib mir gleich nochmal. Boah, haben wir Kürbis? Nö, ich kann aber gut ohne Kürbis spielen. Ja, weiß nicht, ob ich das so gut kann. Hab den im Gitter. Ich geh schnell hoch. Ja, mach das. Ab den ersten. Ab den zweiten. Hier hinten ist auch noch einer. Ja, da wo ich gerade drauf geschossen hab. Ja. Da ist nur ein Feuer drauf. Wir können ab den Drachen gehen. Mhm. Oh, Drehung. Au, eh ist weg. Ah, geil. Oh, gut, dass ich gerade nicht gesprungen bin, während der geflogen ist. Junge, wir schießen so ins Leere jedes Mal. Ah, ich habe immer getroffen. Außer ganz selten. Ja! Free the end. GG, lieber Drache. Ist es einer oder ist es... Es ist einer. Und der ist durchs Portal gefallen. Moin. Sollen wir es einfach rüberfallen? Jetzt kommt erstmal die Hauptmission. Hier drüben. Ich habe eine Entity. Echt jetzt? Ja. Ja! Die ist ehrlich. Die erste. Groß. Ist da ein Schiff? Ah. Wir wundern mich nicht. Ja, da ist eins. Echt? Ah, nee, doch nicht. Die hat nicht gedroppt. Ah, ich hab's. Purple Stain. Hast du? Oh, das bietet sich ja hier voll gut an. Ich hab's. Das ist Magenta Stained Glass. Nein. Ich besorg gleich vielleicht Purple Stained Glass. Moin, na, wie geht's dir? Hey, es gibt hier kein Purple Stained Glass. Das ist Magenta. Das ja, hab ich doch eben gesagt. Scheiße. Biker Chest können wir easy machen. Ah, nee. Nein. Ich kann gar nichts machen ohne Crafting Table. Dann müssen wir wohl einen Ausgang suchen. Ja. Also ich würde sagen, wir lieben hier oben drauf. Weil das sieht mir gerade am sichersten aus. Bauen uns aber trotzdem ein. Na dann, bis zum nächsten Mal. Okay, wir sind raus hier. Außer wir finden noch eine. Ja. Ich habe eine Entity. Siehst du die auch? Ich sehe die auch. Schiff? Ja. Jetzt die Frage, wie wollen wir da hochkommen? Bauen? Blöcke farmen. Hast du noch ein paar Blöcke? Lass mich gerade nur mal das Wasser weg. Nö. Hast du noch Blöcke? Nein. Okay, machen wir. Einer bekommt die Loot. Bin auch wieder unten. Bekommt den Loot. Okay. Da kam gerade ein Endermite runter. Ich hab's gehört. Hab gerade mein letztes Essen gegessen und bin auf 5 Herzen. Ja, dann solltest du da oben vielleicht nicht rein mit den Schalkern. Ja, doch, doch. Hallo Jonas! Moin! Ich lebe noch! Okay. Hm?
Hä, ich wollte... Ich blocke. Ich lasse dir doch. Nein. Ich blocke wegen dieser... Ich blocke diese Schalker. Ach so. Und dann sind es hier auch noch Slaps. Ja, danke schön, Alter. Warte mal. Hä, wir hatten noch gesagt, einer bekommt der Loot, der andere... Ja gut. Ich weiß halt schon, was der Loot war und der war beschissen. Ja, dann gib mir die Elytra. Nein, passt schon. Müssen wir halt noch eine suchen. Das kann ja ich jetzt übernehmen. Fliege so sparsam wie es geht. Wie viel Gunpowder hast du noch? 3. Ja, das könnte schon mal was bringen. Und du suchst in der Zeit einen Ausgang? Ja. Entity. Nice. Mit Schiff. Echt? Ja, natürlich. Geil. Ich leg dir eine Elytra rein. Was war der Loot? Boah, eigentlich also ganz relativ coole Dia-Schuhe mit Feather Falling 4 und Fireprod 3 und normale mit Fireprod 3. Okay. Entity. Nice. Wow, das war eine Dia-Bombe. Looting 3 Schaden ist 4 Dia-Schwert. Oh, bin richtig smooth durchgeflogen, Alter. Ich bin voll stolz auf mich. Natürlich brauche ich erstmal nur den Backpack vollstopfen. Und dann hüpfe ich durch das Portal. Jetzt kommt erstmal diese wunderschöne Animation. Weg damit. Wir haben ein paar Elytras und ich gucke jetzt, dass ich Purple bekomme. Rot und Blau. Habe ich hier direkt vor der Haustür. Ja, Rot, Blau, alles da. Hast du 8 Sand oder ein Glas? Ich brate hier kurz 8 Sand. Da machen wir nur schnell Purple Stained Glass und dann war es bei mir, glaube ich, für heute. Ja. Ich gehe kurz was aus der Bibliothek holen. Jo, mach das. Dann mache ich nämlich in der Zeit Purple Stained Glass. Spektral Arrow. Ja, der sollte auch brauchbar sein. Könnte sogar sein, dass wir den hier haben. Soweit ich mich erinnere, wollten wir uns nochmal neues Essen, neue Blöcke und Waffen holen und dann nochmal ins End gehen, richtig? Kann sein, aber ich würde einmal kurz in den Nether gehen, mir Glowstone holen. Ich habe aber leider nur noch eine Firework Rocket. Wie sieht's denn mit unserem Bestand an Gunpowder aus? Weiß ich nicht. Ja, aber dann sollten wir uns vielleicht heute um eine Gunpowder Farm kümmern. Lieber eine normale Mob Farm. Gunpowder Farm ist so krampfhaft zu bauen. Mir ist es ja egal, aber. Ja, eher normale Mob-Farmer. Jetzt erstmal haben wir Spectral Arrows. Ein Potted Jungle Sapling. Was ist das? Potted Jungle Sapling. Noch nie gehört. Ich google mal. Oh. Geht nicht in Vanilla Minecraft. Das ist ein Jungle Sapling, der in einem Pot ist. Gibt's das als Item? Nein, eben nicht. Machst du Slash Skip Item? Weil ich darf nicht. Oh, direkt nochmal! Feuer können wir nämlich auch leider nicht ranholen. White Stained Glass sollte möglich sein, ja. White Dye habe ich schon mal. Gut. Aber erstmal nächstes Item, White Stained Glass. Möchtest du das nächste machen oder darf ich wieder? Du darfst. Oh, wie nett. Ich habe sogar der Effizienz 4 Pickaxe. Okay, ich habe gar kein Effi. Ja, ich habe irgendwie 2. Potato. So, also wir hatten das, dann hatten wir White Stained Glass und dann hatten wir ein Leather. Eine Potato könnten wir sogar in der Kiste haben. Spoiler haben wir nicht. Ja, dann müssen wir jetzt... Ach, warte, sind die hinten? Nein, die hinten sind nur Karotten. Wir haben jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder suchen wir ein anderes Dorf oder... Train. Na, kann man Potatoes traden? Ich dachte, die kann man nur wegtraden. Stimmt. Können Zombies nicht Potatoes droppen? Ja, können sie. Ja, mit so einer krass geringen Wahrscheinlichkeit. Ja, okay, dann ist es erstmal Nacht. Lass mal ein bisschen Gunpowder farmen. Was habe ich denn für... Ich habe Looting 3, Sharpness 4. Das ist sogar echt ganz geil. Ich bin jetzt bei 23. Naja, ich zieh mal weiter. Ja. Oha, ihr habt nur eine Music Disc gekriegt hier.
Die müssen wir ja auch irgendwann alle sammeln, oder? Ja. Perfekt, dann habe ich schon mal vorgelegt. Ja, dann, ich düse los. Ich verbrauche jetzt erstmal. Ich versuche so sparsam wie möglich zu fliegen. Mhm. 11 Stunden. Wow. Und das erste Ancient Debris. Oh, sehr schön. Warte mal, können in dem Pilcher-Outpost oben nicht auch Kartoffeln sein? Ja, könnte sein. Nö, keine Kartoffeln. Oh, Ma. Du darfst ganz schnell wieder zurückkommen. Warum? Hier in einer Kiste, wo dein Pferd drin ist. In dem Haus, wo dein Pferd drin ist, ist eine Kiste mit 5 Potatoes. Ich würde sagen, du darfst zurück zum Outpost. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Aber ich weiß, dass hier in der Nähe näher noch einer ist. Okay, dann geh da hin. Guck mal ganz kurz in unsere Kisten, weil ich meine nämlich, dass ich schon mal einen Crossbow hatte. Ja, warte kurz. Nee, aber ich denke, wir könnten einen craften. Hab ihn. Super. Das hast auch du? Oh, das müssen wir jetzt aber weglegen, hergeben. Machst du schnell, oder? Pink, cool. Ich könnte dir Purple Dye geben. Ja, gib mal her. Hey, Pink ist lila und weiß. Oder Magenta und Weiß. Ja, lila und Weiß geht nämlich nicht. Dann war es Magenta und Weiß. Nee, Rot und Weiß. Pink, cool. Die haben wir auch bei uns. Ja. Aber in welcher Kiste? Ich glaube, die war... Crimson. In der Steinkiste. Ah, dann habe ich mich vertan. Crimson Roots? Was sind Nether Sprouts? Das sind, glaube ich, die kleinen blauen. Bin wieder daheim. Nice. Du bist es ja gewöhnt, Erkundungstouren zu machen, richtig? Ich ziehe... Ach, nicht schon wieder. Diesmal ist es Nether. Oh, nee. Noch schlimmer. Kannst du mir noch mal einen Gefallen tun? Ja, wäre. Mir vielleicht noch mal die Obsidian in die Kiste zu packen. Und eine Schere. Ah ne, warte, ich hab Silktouch. Hey, die Dinger kann man auch ohne Silktouch und Schere abbauen. Nein, das sind Warped Roots. Die kleinen kann man nur mit einer Schere abbauen. Die kleinen auch. Die kleinen droppen aber nicht. Doch. Nein, ich hab's doch gerade 3-mal probiert, also bitte. Hä? Du hast schon Warped. Ja. Ja, sag halt. Ja, ich bin gerade mit dem Villager. Ja, ich habe hier keinen Zugriff auf Eisen. Trade doch. Witzbold. Ohne Schere. Ich hoffe, damit funktioniert, sonst ist das ein Skip-Item. Absehen. Pentamembran. Hast du da zufällig eine aufgehoben, als die Phantome dich genervt haben? Eigentlich nicht, nö. Ja, dann dürfen wir warten. Oh, ich glaube, jetzt muss ich dann gleich aufhören. Ich wahrscheinlich auch. Na dann, ciao.